Papst Franziskus hat mit gut 60.000 Gläubigen im Stadion Vélodrome in Marseille eine Messe gefeiert. Dabei rief er dazu auf, sich vom Glauben ergreifen zu lassen und sich für das Leben derer zu interessieren, an denen man täglich vorbeigehe. An dem Gottesdienst nahm auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teil, der sich zuvor mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche zu einem Gespräch getroffen hatte.